Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, heute möchte ich mich mal ein bisschen um Potsdam kümmern, beziehungsweise Ex-Halle Saale, da diese Stadt ja noch mal überhaupt gar keinen ÖPNV hat und mir der Bahnhof hier eigentlich auch nicht so gefällt. Also der Bahnhof an sich gefällt mir schon, aber mir gefällt nicht, dass die Stadt hier so dicht dran baut, hier mit der Brücke, das sieht nicht so schön aus. Da werden wir jetzt mal ein bisschen versuchen, was zu ändern. Wir werden jetzt hier mal grundlegend ein paar Sachen abreißen. Und dann schauen wir mal. Auch das hier ist nicht so schön. Da werde ich jetzt erstmal noch ein Gleis nebenziehen. Da wird jetzt einiges verschwinden. Aber gut, so ist das dann halt. Weil so kann das hier nicht weitergehen. Das ist ein bisschen dicht. So geht's. So, da werden jetzt gleich einige Häuser verschwinden, auch von den großen. Aber das ist dann halt eben so. Und am liebsten würde ich dann noch einen nebensetzen. Ich kann aber leider nachher keine Büsche draufsetzen, glaube ich, oder? Nur, ich könnte natürlich dann hier schön ansnappen. Ja. Das ist halt so eine Sache hier, ne? Das muss man irgendwie dann auch schön verkleiden können. Und den Kram hier oben, das ist halt auch nicht so hübsch. Auch mit dieser steilen Auffahrt hier. Machen wir mal auf Pause. Das ist halt alles irgendwie nicht ganz so geil gelöst hier. Warte mal. Das wäre natürlich jetzt schon ein etwas größeres Unterfangen. Ja, ja, reiß ab die Scheiße. So. So, wir werden das jetzt hier mal ein bisschen... Wir werden Potsdam jetzt hier mal ein bisschen einebnen. Dass die hier gar nicht erst wieder so hoch bauen. Wir spielen jetzt quasi... Wir machen denen jetzt hier quasi die Ebene schön, wo sie bauen können. So, das hier hinten muss auch nochmal weg. Das ist natürlich jetzt für Potsdam schon ein harter Schlag. Aber... Was soll's? Was soll's? So. Hier unten habt ihr jetzt quasi dann nochmal so eine schöne Fläche, wo ihr nochmal bauen könnt. Das werden wir euch auch schön einkreisen mit hier, wie heißt es? Mit den Schienen, dass ihr da nicht weiter baut. Beziehungsweise ich kann ja hier so eine Ringstraße bauen. Also erstmal quasi auch nicht zu dicht da an den Bahnanlagen. Wenn die dann nämlich die Häuser wieder bauen, dann soll da auch noch genug Platz sein, dass sie da vernünftig was bauen können. So. Zack. So. Nee, machen wir hier mal gerade da drauf. Mehr oder weniger gerade. So. Müssen wir einfach nachher ein bisschen warten, bis die Stadt sich das wieder zurückgeholt hat, was sie braucht. So. Da wieder drauf. Ja, das könnt ihr dann selber machen. Nee, das könnt ihr nicht selber machen. Tja. So. So irgendwie. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal gucken. Machen wir denn hier die anderen Straßen? Die öffentlichen. Da. Die. Wollte die. Ich muss mich jetzt denen verbieten, dass die hier keine Straße. Wohl können sie ja eh nicht. Baut einfach, Leute. Macht einfach, was ihr wollt. So. Wenn wir das jetzt hier auch mal ein bisschen noch mit angleichen. So. Jetzt mache ich diesen ganzen Bahnhofsbereich hier so ein bisschen angleichen. Da habe ich natürlich jetzt noch ein bisschen was weggerissen. Also hier, die Häuser kommen alle weg. Die Häuser kommen hier weg.
Ihr kommt auch weg. Einmal wirklich Kahlschlag machen hier in Potsdam. Das geht nicht. Muss ja auch nicht. Ich will nur verhindern, dass sie halt zu dicht hier ans Gleis bauen. So. Das kann man mit den unsichtbaren Gleisen dann doch relativ schön erledigen, ohne dass es großartig auffällt. So, hier machen wir genau das gleiche. Das passt dann aber. Dann können wir da den Zaun ansnappen. Wo war jetzt hier mein... Irgendwo muss jetzt hier mein Punkt gewesen sein. Da? Nee. Hä? Da ist er. Nochmal ganz wegmachen gerade hier den Kram. Warum macht ihr das denn jetzt in so kleinen Fisseldingern hier? Was soll der Kack denn? Da vergisst sie gleich ein und dann... So, nochmal. Also von hier... Ja, geht nicht, ne? Scheiße. Hier irgendwo noch so ein Fisselding ist. So eine Kacke. Da. Da ist eins. So, machen wir es halt so. So. Das passt aber alles nicht so richtig. So. Schön hier dran lang. Bis in den Tunnel. Zack. Sehr gut. So haben wir die Kante auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt hier? Ah, da macht er so ein Schotterbett. Warum macht er das dann hier nicht? Man weiß es nicht, ne? Aber das, ich habe doch Schiene. Warte mal, und das jetzt hier mal. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, aber da muss natürlich die Oberleitung weg. Da muss natürlich die Oberleitung weg. Dann können wir es eigentlich auch so machen. Hier war da mal ein altes Gleis früher. Das kann man so auf jeden Fall verkaufen. Kriege ich das hier auch irgendwie hin? Track, Speed Limit Tracks. Ne, aber da habe ich keine. Oh Gott. Da habe ich keine, wo einfach nur eine Oberleitung ist. Ne. Da müssen wir mal gucken, ob wir das einfach so ziehen können. Oh, geht doch auch. Oh, ist einfach so. Zack. Zack. Peng! Sehr schön. Gut, dann müssen wir das Stück jetzt aber wegreißen. Ja, das kriegt man dann doch schöner hin. Das kriegt man dann doch schöner hin. So. Zack. Und dann kannst du hier anschließen. So. So sieht das dann nämlich dann doch noch ein bisschen hübscher aus. Manchmal entscheidet er sich dann, den auch auf der anderen Seite zu bauen, den Oberleitungsmasten. Aber egal. So, dann haben wir das eigentlich jetzt hier schon mal dran. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt werden wir das aber dann alles so machen. Das ist halt immer so die Sache, ne? Man fängt an zu bauen, sieht dann, oh, es geht auch anders. Was man dann wiederum nicht so im Kopf hat. Und schon macht man alles wieder neu. Und so ist das halt immer und immer und immer wieder beim schönen Bau. So. Man hätte das jetzt eben auch einfach so mit der... mit den unsichtbaren Gleisen machen können. Aber wenn wir natürlich die Möglichkeit haben, hier mal so ein altes Basalt noch anzumachen an die Seite, sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Auf der Seite hier werden wir jetzt ja den Zaun setzen. Und von daher passt das doch so eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir aber noch nichts irgendwie ÖPNV-technisch hier hingekriegt. Jetzt haben wir nur Badanlagen gemacht. Machen wir es vielleicht
Erstmal machen wir jetzt hier weiter. Erstmal machen wir das jetzt fertig. Ich glaube, dass diese Mauern beziehungsweise Zäune dann auch verschwinden, ne? Ne, tun sie nicht, aber das passt doch jetzt mit den Signalen hat leider überhaupt nicht, weil man hier nichts einstellen kann. Das ist doch das gleiche Ding, was ich jetzt eben auch hatte. Warum braucht ihr denn jetzt auf einmal so weit da hinten? Ach, ich wollte das ja auch daran setzen, nicht voll honk. Ich trottel. Habe ich die auch irgendwie länger, irgendwelche längeren Mauern? Klicke ich mich jetzt zu Tode hier. Mal hier. Zäune, die Mauern, die haben wir schon 100.000 Mal benutzt. Die Mauern haben wir noch. Ja, wo ist es? Aber die sind ja... Die sind ein bisschen zu groß. Die sind ein bisschen zu groß. So, dann wieder zurück hier. Wo sind sie? Was sind das eigentlich für Zäune hier? Nee. Nee. Nehmen wir schon die hier. Das ist natürlich jetzt eine ganz schöne Klickerei. Aber egal. Erstmal noch das Safe machen. Oh, ey. Ach, dieses Autosave, wie ich mich jedes Mal drüber aufrege. Das backt da so ein bisschen drin, das ist auch nicht so schön, ne? Von nichts anderes. So hundertprozentig bin ich da jetzt noch nicht von überzeugt. Die kann man nehmen, ne? Aber können ja auch nicht immer die gleichen Sachen nehmen. Wenn wir immer die gleichen nehmen, ist das auch blöd. Nehmen wir ein bisschen... Bisschen Abwechslung. Oh, scheiße. Scheiße. Dann müssen wir auch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen in die Bude. So. Das wird natürlich jetzt dann echt wirklich eine Frickelarbeit. Okay. Okay, muss da so leicht reinbacken. Hier hätte ich mir jetzt gewünscht, dieses Tool so 10 Meter lang. Jetzt klicken wir uns hier den Wolf. Zack. Aber das wird nachher schöner aussehen. Und wir haben ja hier noch einige Städte, die Liebe brauchen. Zack. Jetzt habe ich in den letzten Folgen relativ viel Schönbau gemacht. In der nächsten Folge geht das damit, glaube ich, nochmal weiter. Nee, nicht so voll, machen wir ÖPNV. Auch wenn ÖPNV immer nicht so gerne gesehen wird. Ups, egal. Wird immer nicht so gut geklickt von euch. Gut, meine Art ÖPNV zu bauen ist vielleicht auch jetzt nicht die geilste, aber ich versuche das jetzt mal in der nächsten Folge dann doch ein bisschen anders zu machen. So. Wie weit sind wir denn schon? Ja, toll. Vielleicht werde ich das Gleisdelay nochmal tauschen, wenn das noch funktioniert. Aber ihr habt es gerade gesehen. Es kommt ja immer so ein lilane Textur durch. Ich bin mal gespannt, ob das alles noch funktioniert, wenn jetzt das Montag das Update kommt. Ich sehe mich hier schon fluchen und alles neu machen. Da bin ich echt gespannt. Weil was man so im Forum liest, soll das nicht so geil sein. Beziehungsweise soll es nicht so geil sein, was die Kompatibilität mit den jetzigen Mods angeht. Und es wurde ja geschrieben, dass es auch wieder ein Performance-Patch kommt. Der kommt ja irgendwie immer. Ob es dann auch letztendlich was bringt, ist halt die andere Sache. Das werden wir dann am Montag sehen. Hab ein bisschen Bedenken davor, aber warten wir es ab. So.
Oh, hatte nur 5 Minuten gedauert. Aber jetzt haben wir hier eine schöne Mauer. Sieht doch eigentlich schon mal gar nicht so, so wahnsinnig schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, vielleicht mal ganz viel Glück haben. Ich könnte die natürlich jetzt wieder abreißen, aber dann baut die KI im Ernstfall dazwischen. Das geht nicht, wenn ich jetzt hier Büsche nehme. Kollision. Mama, wir haben Kollision. Das ist natürlich blöd. Aber das habe ich mir schon gedacht. Gibt noch irgendwie keine Mod, die Kollision ausmacht. Oh, hier. Da, hier, guck mal. Ein paar Tulpen entsetzen. Ging hier nicht auch mal irgendwie so ein Busch? Gras? Ah. Ballen können wir noch packen. Kaktus hier. Das geht. Na egal. Lassen wir das erstmal so. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie sehen, dass wir hier noch eine Straßenverbindung rüberkriegen. Beziehungsweise drunter her. Und oben rüber wird eher schwierig. Mit einer Brücke. Außer wir werden hier hinten nochmal wieder grundlegend alles abreißen. Weil hier ist eigentlich... Wir haben ja Downtown nun jetzt geteilt. Diesen Knick an hier, das ist ja fürchterlich. Von wo kommt man jetzt hier am besten rüber? Von hier hinten, wenn dann. Hier kommen wir rüber, aber das ist der einzige Übergang. Ansonsten müssen wir eher mal gucken, dass wir drunter herkommen, ne? Und wenn wir jetzt von hier anfangen, drunter herzufahren, wo kommen wir denn hier drinnen wieder raus? Wir müssen hier auch nochmal großflächig ein bisschen was wegreißen. Naja. Naja, ihr baut euch das schon neu. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Weil ich den Stadtkern abgerissen habe. Hier mit einer Straße rüber ist halt echt nicht so einfach. So rüber ist halt nicht. So, mit einer Brücke. Dann müsste ich jetzt ja hier schon 1, 2, 3, 4 hoch. Dann würden wir hier mit einer Brücke rüberkommen. Da muss ich jetzt aber eine breitere Straße nehmen. Ne, die ist zu breit. Eine schmaler. Die. Genau, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier jetzt so für Möglichkeiten haben an Brücken. Haben wir hier auch mal eine geile neuen Brücken? Okay. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert? Ist aber dicht dran hier, du. Prinzipiell nicht so schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Finde ich eigentlich ganz gut. Die zum Beispiel, die geht ja. Dann müssen wir nur gucken, dass wir den Pfeiler. Na. Den Pfeiler da so ein bisschen anders hinbekommen. Hier kommt man noch dran vorbei. Hier kommt der Zug auch dran vorbei. Ja. Aber wir könnten das Ganze ein bisschen niedriger machen. Es muss nicht so hoch. Dann gehen wir wieder ein bisschen weiter nach unten. 3 Klicks weiter nach unten. Nee, dann will er aber schon wieder... Oh Gott. Dann will er aber schon wieder anfangen... Oh Gott. Jetzt hat er sich erst, muss er mal wieder rechnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, reiß ab den Scheiß. So, warte mal, noch einen mehr. Macht er jetzt. Jetzt baut er Brücke. Oh, rüber da! Spiel. Geh mir nicht auf den Sack. So.
Wieder zurück hier den ganzen Kram. So, wenn man das jetzt so macht und nochmal hier diese Brücke nimmt. Gut, jetzt sind wir natürlich ein bisschen schräg. Wenn ich die jetzt hier ganz gerade rüberführe, sind wir eigentlich zu weit da. Ich werde weiter dahin gemusst. Ah, Mist. So. So will ich darüber. So, mal schnell gucken. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Etwas modernere Brücke, das passt ja eigentlich perfekt rein. Das passt da wirklich einfach nur perfekt hin. Nehmen wir die. Einmal wieder auf automatisch stellen hier. Dann läuft das auch wieder. So. Dann ist das nicht ganz so steil. Man kommt da gut rauf. Ja, hier ist natürlich jetzt dann noch so eine Frage. Hier könnte man einfach so stumpf weitergehen. Hier oben haben wir natürlich jetzt diese Steigung drin. Aber das wäre natürlich eigentlich auch ideal, ne? Wenn es einfach hier so rüber geht. Und hier hinten dann ran. Wo geht das denn hier eigentlich? Sollen wir mal gucken gleich, wenn wir das... Wir bauen das hier mal hin. Passen jetzt mal diese Straßen an hier. Das kommt nochmal weg. Ach komm, das kommt ja auch nochmal weg. Baut euch gleich neu. So. Ich will halt nur nicht zu weit weg vom... vom Stadtkern, wisst ihr? Wenn wir jetzt hier weiter ranbauen, hier abgehen. So. Und jetzt da unten drauf. Was hier dann? Aber da so einen kleinen Wubbel drin. Dieser kleine Wubbel ist nicht so schön. So ist der kleine Wubbel ein bisschen schwächer. Es geht hier einfach zu steil runter. Das geht hier einfach zu steil runter. Obwohl dieser kleine Wubbel, das ist egal. Das ist mir egal, der kann bleiben. Und hier passen wir den jetzt so an. Dann ist der kleine Wubbel sogar ganz verschwunden. Perfekt. Okay, KI. Dann könnte er das schon mal so weitermachen. Hier mit der dicken Straße. Wenn wir jetzt noch drunter hergehen, dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. So, nehmen wir hier eine Kurve hier rein. Da passt es hin. Zack. So. Ist zwar doch noch ein bisschen sehr steil hier. Aber sonst verschenken wir zu viel. Wir sind ja Autos, ne? Die kommen da ja hoch. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ist sogar ein bisschen länger geworden. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.